vermutlich durch einen Kurzschluss in einer Salzschmelzanlage, ist in der Nacht in einer Härterei an der Elbinger Straße ein Brand ausgebrochen. Als die Feuerwehr gegen kurz vor 13:30 am Einsatzort eintraf, war die Betriebshalle bereits dicht verraucht. Der Löschtrupp unter schwerem Atemschutz bekämpfte das Feuer in der elektrischen Anlage mit Kohlendioxid. Später wurde manuell die stationäre CO2-Löschanlage ausgelöst. Im Einsatz waren Männer der Hauptwache und des Löschzuges Stadtmitte. Beschäftigte des Unternehmens unterstützten die Arbeiten. Nach Angaben der Feuerwehr wurde niemand verletzt. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund 5.000 Euro. Der Einsatz war trotzdem erst nach 2 Stunden beendet. Wir wurden gegen 1.20 Uhr zu einem gemeldeten Feuer in der Elbinger Straße gerufen. Bei Eintreffen und nach erster Erkundung stellten wir fest, dass in der Nähe eines Härtebades die Elektrozuleitung brannte. Wir sind unter Atemschutz vorgegangen, haben mit einem Sonderlöschmittel Kohlendioxid das Feuer abgelöscht und unter Kontrolle gebracht. Im Einsatz befindet sich die Feuer- und Rettungswache sowie der Löschzug 1 Stadtmitte und der Gerätewagen Atemschutz Oberramede.